Sehr geehrte Damen und Herren, die Tatsache, dass Sie auf einen Teil Ihrer wohlverdienten Mittagspause verzichten, und zwar freiwillig, um uns hier zuzuhören, beweist uns, dass Sie wirklich zu den Besten gehören wollen. Dafür gratulieren wir Ihnen zum einen und danken Ihnen auch für Ihr Mitmachen. Sie sehen hier das Thema unserer Lunch-Session: Nur wer den ersten Schritt wagt, kommt an. Das ist das Motto unserer Session. Bekanntlich, meine Damen und Herren, gibt es viele Wege nach Rom. Wir möchten Ihnen heute ein neues Angebot von SAQ und EFQM aufzeigen, als eine mögliche, empfohlene Alternative eben sozusagen auf dem Weg nach Rom. Es sind dies die ersten beiden Stufen des EFQM-Anerkennungsprogrammes. Wir haben unsere Präsentation in drei Teile gegliedert. Ich werde Ihnen vorerst diese beiden neuen Stufen kurz vorstellen. Anschließend werden die Herren Oberholzer und auch Herr Vogel Ihnen über das Pilotprojekt berichten, das wir ausgewählt haben. Und zum Schluss wird der Validator, Herr Gernet, der dieses Projekt begleitet hat, uns seine Lehren mitteilen. Ich hoffe, dass wir dann ganz am Schluss auch noch etwas Zeit haben für Fragen und Antworten. Nun, die Basis, da brauche ich nicht näher darauf einzutreten, ist das EFQM-Modell für Excellence mit seinen 32 Subkriterien. Ich kann direkt den Sprung machen zu der mittlerweile, glaube ich, bekannten Pyramide, wie Sie sie hier sehen. Am gleichen Ort, wo wir heute sind, nämlich am EFQM-Forum in Luzern, hier im letzten Oktober, sind die beiden neuen Stufen Verpflichtung zu Excellence und Anerkennung für Excellence offiziell lanciert worden. Sie sind mögliche Zwischenstufen auf dem Weg zu Excellence, stehen aber auch durchaus für sich allein da. Sie sehen unten eine empfohlene Basis. Hier steht ISO 9001:2000, das muss nicht sein, es muss aber ein System im Aufbau mindestens vorhanden sein, damit diese Stufen Sinn machen. Und dann weiter oben, schwarz dargestellt, wie bekannt, Finalist, Preisträger, Awardträger, sei es beim ESPRI oder sei es beim Europäischen Qualitätspreis. Wichtig ist mir noch, darauf hinzuweisen, dass diese Stufen zu Excellence, insbesondere auch die beiden neuen Stufen, die roten, jetzt in 21 Vertretungen der EFQM in Europa angewandt werden. Das sind die nationalen Partnerorganisationen wie die SAQ in der Schweiz, welche zum Teil bereits Pilotübungen durchgeführt haben. Nun, warum geht es bei diesen Stufen? Lassen Sie mich rasch eine Charakterisierung Ihnen geben. Fangen wir an bei der Stufe 1, Verpflichtung zu Excellence. Sie sehen hier die fünf Schritte, welche zu vollziehen sind, wenn Sie hier mitmachen wollen. Eigentlich ist das die ganze Essenz eines Self-Assessments. Sie führen nämlich eine Standortbestimmung durch, nach dem EFQM-Modell, nach allen neuen Kriterien. Entscheiden Sie sich dann, welche Verbesserungsaktionen Sie auswählen und in einem gewissen Zeitrahmen, in dem Fall maximal 9 Monaten, umsetzen wollen. Dabei werden Sie begleitet durch einen externen Validator, und wenn der nach seiner Site-Visit, dem Besuch bei Ihnen, zum Schluss kommt, Sie haben mindestens 32 von 65 Punkten der Validierung erreicht, dann erhalten Sie eine offizielle Urkunde EFQM SAQ. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass im Rahmen der Pilotphase letztes Jahr wir in der Schweiz 18 solche Piloturkunden erteilen konnten.
Und dass in Europa bis heute bereits 48 solche Urkunden verliehen worden sind in insgesamt 6 Ländern. Zusammenfassend zu dieser Stufe 1 vielleicht noch einmal, ich bin überzeugt, das ist eigentlich die Essenz der ganzen Selbstbewertung, Auslegeordnung, Fokussierung, Umsetzung und dann die nächste Stufe. Interessant ist auch die zweite neue Zwischenstufe, Anerkennung zu Excellence. Hier steht ein Wort Mini, der Mini-Esprit, nicht als Reizwort gemeint, und ich glaube, das bedarf einer Erklärung. Zuerst rasch der Hinweis, woraus besteht diese Stufe 2. Es sind eigentlich die 4 Schritte, welche auf dieser Folie dargestellt sind. Sie verfassen einen Eingabebericht, im Prinzip wie bei der Bewerbung um den Qualitätspreis, wobei Sie pro Subkriterium, insgesamt 32, wie wir wissen, eine Seite zur Verfügung haben. Diese werden durch ein Assessorenteam, teils interne, teils externe, bewertet. Eine Site-Visit findet statt. Und wenn Sie mindestens 400 Punkte erreichen, dann kommen Sie in den Besitz der erwähnten offiziellen Urkunde. Die Frage heißt, was ist eigentlich die Bedeutung dieser zweiten Stufe? Ich möchte das hier kurz abhandeln, weil wir dann im Praxisfall auf die Stufe 1 zurückschwenken werden. Ich möchte unterscheiden zwischen einer Bedeutung gewissermaßen top-down und einer Bedeutung bottom-up. Top-down meine ich wie folgt. Teilnehmer am Europäischen Qualitätspreis, welche über 4 Punkte erreichen, aber nicht Preisträger sind, können diese Urkunde bereits jetzt erhalten. Bedingung ist natürlich eine Site-Visit. Und es ist interessant zu wissen, dass im letzten Jahr die EFQM bereits 17 solcher offizieller Anerkennungen erteilen konnte. Und wir sind überzeugt, dass dies auch in Zukunft beim Esprit möglich sein wird. Daran arbeiten wir noch, weil gewisse Voraussetzungen vom Modell, einheitliches Modell, zuerst erfüllt werden müssen. Das ist der Top-Down-Approach, die Top-Down-Bedeutung dieser zweiten Zwischenstufe. Die Bottom-Up-Bedeutung stellt sich etwas anders dar. Auch da sehen wir Ansatzpunkte. Eine Organisation stellt, im Unterschied zur Beteiligung am Esprit beispielsweise, in diesem Prozess mit Vorteil einen oder mehrere eigene Assessoren. Dadurch kann ein unschätzbares internes Know-how aufgebaut werden, um stufenweise zu den Besten zu gehören. Insgesamt wurde von der EFQM bisher 8 solche Organisationen ausgezeichnet. Vielleicht ist Ihnen das auch bekannt, falls Sie sich bereits damit befasst haben. Wenn man sich um einen Qualitätspreis bewirbt und dann feststellt, dass man gewissermaßen noch weit abgeschlagen ist, dann erhebt sich schon die Frage, ob diese Übung sinnvoll ist oder ob es nicht eben sinnvoller wäre, gewisse Zwischenstufen ins Auge zu fassen. Wir konzentrieren uns jetzt in der Folge auf die Stufe 1, Verpflichtung, wo wir, die SAQ mit unseren Partnern, bereits eigene Erfahrungen aufweisen können. Ich möchte im Sinne eines Rahmens hier noch 2 Dinge Ihnen mitteilen. Was sind die Vorteile an einer solchen Übung, nicht mehr Pilot, das ist ja abgeschlossen, teilzunehmen? Und was sind generell gesagt die Resultate? Die Vorteile, die sehen Sie auf dieser Darstellung, wieder am Beispiel der Stufe 1. Ich möchte mich darauf beschränken, darauf hinzuweisen, dass gerade die Fokussierung auf die Prioritäten in der Umsetzung, dann auch die Tatsache, dass ein unabhängiger, externer Begleiter, Validator genannt, den wir lizenzieren, sie begleitet, und dass sie aber eine offizielle, europaweit gültige Urkunde erhalten können, attraktive Vorteile darstellen. Ich habe bereits gesagt, dass wir letztes Jahr 18 Pilotübungen durchführen konnten. Und im Sinne eines groben Resümees, ohne meinen
Nachrednern hier vorgreifen zu wollen. Das sind etwa Punkte, die dabei herausgekommen sind. Auch hier möchte ich mich beschränken auf einige Bemerkungen. Die Bewertung wurde in allen Fällen als sehr positiv empfunden, insbesondere auch, weil der Validator in der Regel viel zum Erfolg beigetragen hat. Der Zeitdruck von 9 Monaten, den Sie vielleicht im ersten Moment als etwas störend empfinden, hat sich aber in vielen Fällen als heilsam erwiesen, weil es Sie eben dazu zwingt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Fazit aus diesen Übungen war, dass alle Teilnehmer in der einen oder anderen Form weitermachen werden. Nun, damit genug der Theorie. Ich möchte zum zweiten Teil überleiten, wo Ihnen Herr Mike Oberholzer, der TQM-Leiter der Ausgleichskasse Basel-Stadt, begleitet von Herrn René Vogel, dem Leiter der Kasse, seine Erfahrungen bei der Umsetzung dieser Stufe 1 mitteilen wird. Herr Oberholzer, bitte.